Yo Mai, ein neues Spiel, was wir spielen können. Go, go, Hamster Chef. Guckt ihn euch an, diesen kleinen süßen Hamster. Wer ist ein süßer Hamster? Ich hatte auch meinen Hamster als Haustier. Aber lasst euch von seinem kleinen, knuddeligen Äußeren nicht beeinflussen. Dieser Hamster ist nämlich genauso böse, wie er süß ist. Und er ist verdammt süß. Das ist mal wieder ein längeres Spiel. Alter, irgendwie sieht das aus wie Animal Crossing. Ein längeres Spiel, auf das ich sehr gehypt bin. Also schnappt euch Popcorn, liked und abonniert. Und wenn nicht, dann ist Smiley der Erste, der euch eine schmiert. Und ja, das ist eine Drohung! Ja! Dot, dot, dot. Ein anderer Tag, ein anderes Essen. Ich weiß, ich mache einen einfachen Salat. Ich habe all die Zutaten genau hier vor mir. Übrigens, die Zutaten liegen auf dem Boden. Das ist ziemlich... Alter, bin ich schnell. Das ist ziemlich unhygienisch. Pick up. Jetzt haben wir Salatblätter. Okay, und... Ich schneide den Salat. Ich hoffe, ich mache das alles richtig. W-S-W... Es hat funktioniert. Als nächstes nehmen wir die Karotten. Alter, das ist eine riesige Karotte. Die Musik ist so harmonisch. Ich hoffe, ich mache das auch alles richtig. Wir schneiden die. Boom. Okay, und wie genau mache ich jetzt einen Salat? Ihr habt mir kein Tutorial in diesem Spiel gegeben und das finde ich ziemlich gemein. Vielleicht benutzen wir... Oh, warte mal. Wir benutzen einfach den Herd für einen Salat. Ist das, schlau? Seit wann kocht man Salat? Also ich bin nicht der beste Koch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist falsch. Voila! Ein einfacher Salat! Ein einfaches Gericht für einen einfachen Hamster. Oh, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Bon Appetit für mich! Ziemlich einsam und traurig. Er wünscht sich schon selbst Bon Appetit. Ring, ring! Ich bin's, Hopper! Du weißt schon, vom Ende der Straße. Ich bin nach Hause gefahren und habe etwas Leckeres gerochen. Um ehrlich zu sein, mein Großvater, Hop-Pop, fühlt sich ein bisschen kacke unter dem Wetter. Dieser Salat würde sein irisches Kampfbewusstsein wieder stärken. Kann ich ihn nehmen? Ich kann an deiner Stille sagen, dass du sagst, nimm den Salat. Nun gut, ich warte vor meinem Haus. Bye! Ey, Entschuldigung, ich habe mir den Salat selbst gemacht und jetzt soll ich den einfach weggeben? Kann dein Großvater sich nicht selbst Salat machen? Das fühlt sich echt an wie Animal Crossing. Oh, ich habe mich eigentlich gefreut, den Salat selbst zu essen. Na gut, es ist für die Nachbarschaft. Ich nehme meinen Scooter. Den habe ich bei der Straße geparkt. Wo ist denn... Oh, da ist mein kleiner roter Scooter. Alter, damit bin ich der schnellste Hamster. Übrigens... Dieses komische Kackgeräusch, wenn man den Salat wegwirft. Okay, nehmen wir den Scooter. Ich bin super schnell da. Ich werde zu Hoppers Haus gehen. Ich muss nur dem Indikator folgen. Oh, Hopper ist ein Frosch. Und er ist 92 Meter... Oh, Alter, ist mein Scooter schnell. Damit bin ich echt schnell da. Da ist Hoppers Haus. Kann ich runter vom Scooter? Perfekt. Hier, Hopper, dein Salat. Ich hoffe, du bezahlst mich dafür, weil ich wollte ihn eigentlich selber essen. Boom! Du hast ihn gebracht! Hop-Hop wird den Salat lieben! Ein Freund wie dich in der Stadt zu haben, ist so gut! Ha! Auch wenn es eine Überwindung war. Ich fühle mich inspiriert, meine Kochfähigkeiten für andere zu nutzen. Vielleicht soll ich meinen eigenen Essenslieferservice machen. Ja, ja, ich mache es einfach. Ich muss heute nichts essen. Der Spirit füttert mich. Ich gehe ins Bett und starte mit meinem neuen Business am Tag. Okay, da geht's. Alter, diese Taschenlampe. Finde ich aber super lieb von mir, dass ich sowas für die Nachbarschaft tue. Aber wie gesagt, das ist ein Gruselspiel. Das heißt, es hat auf jeden Fall irgendwo nochmal so einen kleinen Twist. Und ich finde, die Musik ist auch ziemlich... Es ist düster geworden. Bis auf die Schritte... Man kann mir nicht sagen, dass das Spiel nicht an Animal Crossing angelehnt ist. Okay, wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Oh, guck, meine erste Bestellung. Auf meinem Handy. Ich kann immer auf meinem Handy gucken, wenn ich mich erinnern muss, was ich mache. Ich habe aber keine Zutaten mehr. Ich wette, ich kann mehr Zutaten in der Stadt finden. Ich sollte den Herd checken, um zu sehen, welche Zutaten ich brauche für das Rezept. Okay, was... Das hört sich immer an, als ob wir dagegen furzen. Ich hätte nichts dagegen, weil ich koche meine Fürze. Okay, für einen simplen Salat brauchen wir Salat und Karotten. Aber was sagt unsere Bestellung? Unsere Bestellung sagt, wir brauchen einen einfachen Salat. Dafür brauchen wir einfach Salat und eine Riesenkarotte. Eine riesige Karotte, die sind echt riesig. Okay, wo muss ich hingehen? Wahrscheinlich zum Laden und der ist 75 Meter entfernt. Gar nicht so weit. Oh, wir können sogar im Rückwärtsgang fahren. Wie krass ist das denn? Kann ich so klein driften? Buh!
Oh mein... Was ich euch erzählen wollte, ich hatte auch einen Hamster. Und mir ist aufgefallen, dass Hamster immer auf die komischste Art und Weise sterben. Ich kenne, glaube ich, keinen Hamster, der eine normale Altersschwäche erlebt hat. Bist du der Ladentypi? Danke, dass du gekommen bist. Den ganzen Weg hierher. Oh, warte mal. Nein, du bist nicht der Ladentyp. Du bist der Typ, dem ich den Salat liefern soll. Aber ich habe doch gar keinen Salat. Oh, da ist eine Karotte. Meine Roller fährt doch aufs Road. Das ist ein ganz krasser. Oh, oh, nicht auskacken. Kann ich beide mitnehmen? Das wäre eigentlich voll gut. Dann habe ich aber was für die Zukunft. Oh, nicht auspupsen. Nicht auspupsen. Oh, Mann. So. Das Ding ist, wo finden wir Salat? Oh, da finden wir Salatköpfe. Den nehme ich mit. Yummy, Boden für Essen. Aber wenn ich es ein bisschen vorbereite, kann es zur Gourmet-Küche werden. Ich muss es nur schneiden am Cutting Board. Okay, das können wir ja machen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ich meine, ich bin der Salatmeister. Ich kann den Scooter auch bis nach Hause fahren. Aber der fährt außerhalb der Straße so extrem langsam. Okay, gehen wir runter. Lassen wir den Scooter hier kurz stehen. Die Küche betreten. Alter, ich bin ziemlich gespannt, wie dieses Spiel noch düster werden soll. Hier ist alles so vollgestopft. Aber ich kann die Ingredients hier einfach auf den Boden werfen. Okay, dann tun wir das auch einfach mal. Obwohl, zwei davon brauche ich direkt. Den Salat und das hier. Und wir kennen das Rezept hier an sich. Wir nehmen den hier und schneiden das Ding. So. Ich weiß nicht, wieso mir das Spiel mir jetzt ein Tutorial gibt, wo ich das schon mal gemacht habe. Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Wir haben es geschnitten. Ich habe die Schneidetechnik von meinem Onkel gelernt. Das Einzige, was ich von meinem Onkel gelernt habe, war, ich sag's nicht. Ich kann seine Stimme in meinem Kopf hören. Er sagt immer zu mir, nun geh zurück zur Rezeptliste und schneid das andere. Oh, das scheint ein böser Onkel gewesen zu sein. Okay, aber wir tun's einfach mal. Wir schneiden das nächste. So. Boom, 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 boom. Und fertig. Meine Zutaten sind fertig. Jetzt kochen wir den Salat. Finde ich übrigens immer noch ziemlich komisch, weil wer kocht deinen Salat? Das macht aber nicht mal Sinn. Egal. Egal. Wir tun's ja. Wir tun's. Und kochen. Wie funktioniert das? So. Vielleicht rechts. Ah. E. Okay. Kochen wir das Ding. Und... wir haben den simplen Salat. Wir als Meisterkoch sind fertig. Damit ist mein Scooter hier immer noch vor der Tür. Perfekt, der parkt doch direkt hier. Dann kann er nicht geklaut werden. Weil ich habe das Gefühl, das ist eine kriminelle Stadt. So wie die Leute beim Haus vorbeifahren, Essen riecht und mein Essen haben möchten. Ich bin Afrikaner. Lass das Essen doch wenigstens für mich. Bitte. Okay, mein Freund. Hier, nimm deinen Salat. Wieso guckst du so böse? Ja, ich denke, das ist nah an dem, was ich bestellt habe. Was meinst du, das ist nah daran? Du hast einen Salat geordert, du hast einen Salat bekommen, Hakuna Matata. Pass auf dich auf jetzt. Das sind alle Bestellungen. Ich bin fertig. Es wird bald Nacht sein. Lass uns nach Hause gehen. Alter, krass. Ich hab, mein Lieferservice läuft eigentlich echt kacke. Ich meine, das Einzige, was ich heute geschafft habe am ganzen Tag, ist ein Salat. Ich frage mich, wie lange dieser eine Hase gewartet hat. Weil er hat morgens den Salat bestellt und hat ihn abends bekommen. Also wenn es so weitergeht, ist mein Business bald insolvent. Aber hey, er hat mich nicht mal bezahlt. Also soll er froh sein? Soll er froh sein, überhaupt was bekommen zu haben? Okay, wir gehen schlafen. Zwei neue Bestellungen heute. Ha, ein neues Rezept. Fries, also Pommes. Ich denke, ich kann das machen mit dem Deep Fryer. Aber vielleicht muss ich erstmal ein paar neue Zutaten finden. Okay, was brauchen wir denn für Fries? Oh mein Gott, ich habe wieder dagegen gekackt. Das tut mir leid. Stir Fry. Was brauchen wir dafür? Oh, hier. Wir brauchen Kartoffeln. Wer hätte es gedacht, dass man... Hey, kann ich mal aufhören, hier überall reinzukacken? Wer hat sich diesen Sound ausgedacht? Das ist doch krank. Okay, wir brauchen einen simplen Salat. Eine Karotte haben wir ja noch zu Hause. Wo ist mein Roller? Da ist mein Scooter. Das heißt, dafür brauchen wir nur noch einen Salatkopf. Und was brauchen wir noch? Eine Kartoffel. Wo wachsen denn Kartoffeln? Gibt es hier ein Kartoffelfeld? Oh, da unten sind Kartoffeln. Ganz viele. Oh, ich bin einfach in der Fahrt von meinem Roller abgesprungen. Ich bin ein Stuntman. Okay, wir haben drei Potatoes. Das ist gut. Ich finde die Kamera ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Weil ich gucke die ganze Zeit so nach unten. Anstatt auf das, was vor mir ist. Wo ist mein Roller? Ich brauche noch einen Salatkopf. Hier sind weitere Karotten. Eigentlich kann ich die mit einsammeln, oder? Das wäre gar nicht so doof. Bumm. Weil umso mehr Zutaten ich zu Hause habe, desto weniger muss ich auf Jagd gehen. Ja, ich nenne das die Jagd. Oh, da ist ein Salatkopf. Ich weiß nicht, ob das dem Typen hier gehört, aber ich klaue einfach. Ey, nicht auskacken, nicht auskacken. Klauen. Und ganz schnell weg. Ich habe dir noch einen Haufen vor die Tür gelegt. Ich hoffe, du kommst klar damit. Warte mal, ich wohne direkt hier. Ich habe bei meinem Nachbarn geklaut. Asozialer Hamster auf dem Weg nach Hause. Okay, lass uns anfangen zu kochen. Fangen wir an mit einem simplen Salat.
Aber erstmal müssen wir ja sowieso alles schneiden, ne? So, die Karotten sind fertig. Als nächstes brauchen wir den Salat. Der ist auch fertig. Die Potatoes müssen wir auch machen. So. Alter, ich werde zum Meisterkoch. So, rein damit. Und da haben wir Pommes. So einfach geht das. Schön, dass ich so eine Küche habe, bevor ich überhaupt entschlossen habe, Koch zu werden. Die Küche hatte ich eigentlich für mich alleine. Das finde ich schon ziemlich krass an sich. Schon ziemlich krass. Aber ich bin auch ein krasser Hamster. Okay, die Bestellungen sind fertig. Heute haben wir sogar zwei geschafft am ganzen Tag. Verdammt, ich bin echt langsam. Wie wär's, wenn ich mir einen Kühlschrank zulege und die ganzen Ingredients mal zu Hause habe oder einfach bestelle per Amazon Prime? Das wäre hilfreich. Okay, zwei verschiedene Leute haben bestellt. Schon wieder der Hamster. Ich meine der Hase. Den hat mein Salat gestern wohl gefallen. Oder ihm hat einfach die Tatsache gefallen, dass er nicht bezahlen musste, was eigentlich ziemlich assi ist. Aber hier, hier. Der Salat. Ah, die Qualität hat ein bisschen nachgelassen, oder? Aber ich denke, das wird's tun. Was hast du eigentlich für komische Boxhandschuhhände? Oh, ich hab die auch. Wir können uns direkt fetzen. Die Qualität... Ey, ey, das sind meine Pommes. Aber was meinst du damit? Die Qualität hat nachgelassen. Mein Freund, du kannst froh sein, dass ich das nachbarschaftlich tue. Weil du zahlst rein gar nichts. Rein gar nichts. Es ist komplett umsonst für dich. Oh, 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 ey. Oh mein Gott. Tut mir leid, dass ich in dein Haus reingefahren bin. Wow, du hast mir Pommes gebracht. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du bist großartig. Was soll das überhaupt bedeuten? Du hättest nicht gedacht, dass ich das... Du glaubst nicht an mich? Du Assi. Neue Bestellung. Hä? Nun möchte Benjamin ein Karottenstew? Ich brauche Zwiebeln dafür. Zwiebeln wachsen aber nicht in der Stadt. Ich sollte mit Hopper reden. Ich wette, er weiß, wo ich Zwiebeln finden kann. Kriege ich meinen, Roller? Oh ja. Tut mir leid, dass ich den in dein... Ist das nicht Hopper direkt vor mir? Onions, ja. Ich weiß, wo du welche finden kannst. Du musst die Stadt verlassen. Da ist ein Loch in der Wand. Hinter meinem Haus. Normalerweise ist es bewacht, aber selbst die Wache schläft manchmal. Hopp-Pop, also sein Opa, hat mir gesagt, dass er früher draußen abhing, als er jünger war. Wie auch immer, du wirst da hinten auf jeden Fall ein paar Zwiebeln finden. Aber sei vorsichtig. Hopp-Pop scheint Angst vor diesem Bereich zu haben. Kann ich deinen Opa mal sehen? Ich möchte mal sehen, ob es ihm gut geht, weil ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Hinter deinem Haus ist ein Loch? Was meinst du mit hinter deinem Haus ist ein Loch? Diese Kameraperspektive ist echt Ey, ey, behalten. Echt übel. Ist das das Loch? Nein. Das, oh, das ist das Loch. Ich bin draußen. Oh. Yeah, es ist dunkel. Da ist irgendwas Statisches in der Luft. Lass mich einfach diese Zwiebeln holen. Und dann weg hier. Vier Zwiebeln sollten genug sein. Oh mein Gott, was tue ich eigentlich? Früher habe ich mich in so welchen Löchern versteckt, als ich ein Kind war. Ich denke, ich könnte immer noch da reingehen, wenn ich müsste. Wenn meine Wangen nicht zu voll sind. Oh, mein Inventar sind meine Wangen, weil ich bin Hamster. Das heißt, ich kann mich da drinnen nur verstecken. Wupp. Wenn ich nicht zu viele Sachen dabei habe. Ah! Ah! Ich weiß nicht was, aber der Sound war komisch. Hallo? Oh, was bist du? Ein Glitch? Ja, was macht ein Glitch hier? Okay, ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, Ding. Verfolgt mich das Ding? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah! Ich bin tot. Das ist ein ziemlich düsteres Spiel, tatsächlich. Ich weiß nicht, was... Der kleine süße Hamster ist tot. Wo finde ich denn... Oh, da war ein Ast auf dem Boden. Wo finde ich dann bitte diese Zwiebeln? Die müssen doch irgendwo hier sein. Ich will nur wissen, wie die aussehen. Weil dann kann ich sie auch suchen. Es gibt mehrere Löcher. Das ist... Oh, 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 ich bräuchte jetzt, glaube ich, eins. Nicht irgendwo reintreten. Schön leise sein. Ich hasse die Kamera hier. Ich hasse die Kamera. Hier ist Wasser. Wo ist... Oh! Ich bin auf was drauf getreten. Ich muss mich gleich verstecken. Das Ding sucht mich. Okay, ich habe mich versteckt. Alles gut. Ich brauche Zwiebeln, aber ich habe keinen Plan, wie die aussehen. Und ich finde keine einzige. Das ist... das ist ein Ast. Okay, da will ich nicht reintreten. Wo sind die denn? Oh, Zwiebel! Eine! Oh mein Gott, die scheinen ja echt selten zu sein. Das ist ja voll ätzend. Da ist die zweite. Gut. Oh Mann, du kannst mir doch nicht sagen, dass in dem ganzen Bereich vielleicht vier Zwiebeln rumliegen, weil ich finde keine einzige mehr. Oh, 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 oh! Drei! Ah! Oh, wo ist ein Loch, wo ich mich verstecken kann? Ich habe keine Lust zu sterben! Wo ist ein Loch? Ein Loch! Bitte! Bitte! Nein! Habe ich die Zwiebeln noch? Oh Gott, ich behalte die Zwiebeln. Das heißt, ich muss vor der Kreatur eigentlich gar keine Angst haben. Hä? Dann laufe ich einfach durch. Aber es kann doch nicht sein, dass ihr hier wirklich nur vier Zwiebeln hinlegt. Da! Ich hab sie! Ich hab sie!
Oh mein Gott, endlich. Endlich. Ist mir egal, ob ich tot bin. Ich habe die vierte Zwiebel. Was wollt ihr tun? Ich gehe jetzt einfach hier raus. Tschu, 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 tschu. Piu. Ich wusste nicht, dass sowas hinter der Wand ist. Also ich sag dir ganz ehrlich, sowas ist kein Gericht der Welt wert. Und jetzt ist es auch ziemlich dunkel geworden. Steht hier noch mein Roller noch? Gut, gut, gut. Alter, sogar der Frosch sieht gerade gruselig aus. Ich muss mich ausruhen. Mein Herz schlägt so hart. Benjamins Bestellung kann bis morgen warten. Ich vertraue dem Hasen ehrlich gesagt auch nicht. Der ist so undankbar. Ich tue hier Sachen für ihn umsonst und er schickt mich irgendwo ins Exil. So, da haben wir's. Lass mich rein. Ah, home sweet home. Lass mich schlafen. Bis morgen. Ich frage, was ich für die Bestellung tun muss. Benjamin möchte ein Carrot Stew. Okay, wir gucken mal im Stove, was wir dafür tun müssen, ne? Und zwar brauchen wir Diced Onion und Chopped Carrot. Okay, Karotte haben wir auch. Das ist gut. Erstmal fangen wir hiermit an, weil das war echt eine Arbeit, das zu sammeln. Haben wir. Dann noch die Riesenkarotte. Und fertig. So. Und kochen. Alter, das mit dem Zwiebeln sammeln war gerade echt ein bisschen zu viel für mich, um ehrlich zu sein. Aber wir haben es geschafft. Seine Bestellung ist fertig. Ich hoffe, er ist wenigstens heute mal dankbar, weil sonst kriegt er voll auf die Fresse von mir. Tut mir leid. Ich muss auch nicht der nette Hamster von nebenan sein. Ich kann auch ein asozialer Hamster von nebenan sein. Ich meine, bei meinem Nachbarn habe ich schon geklaut. Und dieser Hase sieht von Grund auf einfach böse aus. Ich weiß nicht, er gibt mir einen ganz bösen Vibe. Okay. Hier, nimm. Das ist nun meins. Okay. Kein Danke, kein... Wieso tue ich das überhaupt noch? Hopper möchte einen Steerfry. Dafür brauche ich Pilze. Aber die wachsen nicht in dieser Stadt. Auch. Ich muss mit Hopper wieder reden, um zu gucken, wo die sind. Oh mein Gott. Ich sag dir ganz ehrlich, dieses Restaurant-Business, das lohnt sich nicht. Kann ich nicht irgendwas anderes machen? Wie wär's, wenn ich nur den Lieferservice mache und die Küche jemand anderes übernimmt? Vielleicht Hopper, der kennt sich doch anscheinend hier überall aus, der Frosch. Und er ist ein Frosch. Oh, hopp, hopp. Er kann besser springen als mein Roller. Er ist weg. Mein Hopp-Hopp. Ich habe ihm gesagt, wo du die Zwiebeln gefunden hast. Und er ist so sauer geworden. Ich habe ihn nie so sauer gesehen. Das nächste, was ich wusste, ist, dass er auch dorthin ist. Ich hasse es zu fragen. Aber wirst du nach ihm suchen? Er ist vielleicht in der Nähe des Wassers. Bitte bring ihn zurück. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ich tue es für dich. Und ich weiß auch inzwischen, wo das Wasser ist, weil die Gegend da hinten habe ich so lange erkundet wegen vier verdammten Zwiebeln, dass ich die auswendig kenne. Vielleicht sammle ich nebenbei ja auch noch ein bisschen was. Hopp-Hopp ist hier rausgekommen? Ich hoffe, er ist okay. Dieser Ort ist gefährlich. Und er ist wirklich, wirklich alt. Ich sollte checken. In der Nähe des Wassers. Okay, das Wasser ist hier einfach auf der anderen Seite. Haha. So. Ich höre die Kreatur auch. Die ist ein bisschen weiter entfernt. Das ist gut. Obwohl, jetzt laufe ich ein bisschen näher ran. Aber ich habe keine Angst vor der Kreatur, weil ich respawne einfach. Jetzt wird's laut. Ey, Kreatur. Ey, Kreatur, entspann dich. Entspann dich. Ich suche Hopp-Hopp. Und ich hoffe, er ist lebendig. Oh mein Gott, stell dir mal vor, er ist tot. Ey, ey, okay, ich habe kein Loch, wo ich mich verstecken kann. Alles gut. Ist das ein QR-Code? Kann ich den vielleicht auch scannen? Ey, ich kann ihn einfach austricksen, der ist ein Idiot. Ey, ich wollte mich verstecken gerade. Ich glaube, der war Hopp-Hopp. Ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden und dann sterbe ich einfach. Mist. So ein Mist. Das habe ich nicht verdient. Ich als kleiner süßer Hamster habe sowas nicht verdient. Okay, lass mich ganz schnell rüberlaufen. Hopp-Hopp, Hopp-Hopp, Hopp-Hopp. Hopp-Hopp zu Hopp-Hopp. Hopp-Hopp zu Hopp-Hopp. Okay, hier rüber. Wo ist die Kreatur? Die ist irgendwo auf der rechten Seite, aber ich glaube, Hopp-Hopp ist irgendwo ganz links am Ufer. Das heißt, wir laufen hier mal einfach an der Wand lang. Oh, eine Zwiebel. Nehme ich gerne. Oh, hier geht's nach unten. Und hier ist das Wasser. Oh, nein, Hopp-Hopp. Er ist tot, aber hier sind Pilze. Ich wusste, es ist gefährlich hier. Armer Typ. Warte eine Sekunde. Hopper hat gesagt, dass er heute gegangen ist, aber dieser Körper sieht so aus, als wäre er seit Monaten tot. Ich meine, da wachsen sogar Pilze aus ihm raus. Pilze. Ich brauche immer noch ein paar Pilze. Ich sollte sie nicht verschwenden. Da hast du voll und ganz recht, ne? Ich meine, es ist egal, dass Hopp-Hopp tot ist. Aber warte mal, wieso ist der seit Monaten tot? Oh, warte mal. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich sehe auch meine... Oh, warte mal. Mir geht's auch besser, wenn ich die Sachen auskacke. Ich kümmere mich mehr um die Pilze, damit meine Wangen ganz voll sind. Ich möchte nicht, dass irgendwas ins Wasser... Ah, es kann sowieso nicht ins Wasser rollen. So, jetzt ist alles voll. Ich bin komplett gestopft. Jetzt muss ich einfach nur noch hier raus. Guckt euch meine Wangen an. Ich weiß gar nicht, wie ich das Hopper erzählen soll, dass sein Großvater hier seit Monaten liegt. Vielleicht hat Hopper ihn ja fertig gemacht. Wie gesagt, ich wollte vorhin ja schon gucken, ob es Hopp-Hopp wirklich gut geht, aber ich konnte ihn nie sehen. Hopp-Hopp. Ich muss das Hopper sagen. Ich hoffe, er nimmt es nicht zu hart. Ich meine, du erzählst ihm, dass dein Opa tot ist. Wahrscheinlich hat er ihn umgebracht, also wird das wahrscheinlich nicht so eng sehen. Du bist zurück, aber wo ist Hopp-Hopp? Nein!
Du musst falsch liegen. Hopp, hopp, kann ich sterben. Du weißt, du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er kann nicht sterben. Er ist nicht gestorben. Er wird wieder zurück sein. Er kommt immer zurück. Warte nur, du wirst sehen. Okay, Hopper, ich denke mal, ich werde dich jetzt auf jeden Fall nicht mehr besuchen, weil du bist ziemlich gruseliger Frosch geworden. Davor mochte ich dich. Jetzt, ich weiß nicht. Warte mal, wieso zeigt mir immer noch der Indikator, dass ich zu Hopper gehen muss? Ich meine, ich habe doch schon mit ihm geredet. Ich gehe nochmal hin. Hat er noch was zu sagen? Hörst du diesen statischen Sound? Hey, was ist das? Hä? Hä? Ey, du bist echt verrückt. Ach, weil ich das Essen für Hopper mache. Deswegen ist der Indikator immer noch da. Aber ich muss erstmal nach Hause gehen und kochen. Oder schlafen. Das wäre auch hilfreich, schlafen. Ich meine, es ist dunkel. Ich stelle meinen Roller hier ab. Das reicht. Ich habe volle Wangen. So, du möchtest Deep Fry. Und Fry hört sich an, als müssten wir dafür zum Deep Fryer. Oder? Hierhin. Steer Fry. Dafür brauchen wir Zwiebeln, Potatoes und Mushrooms. Mushrooms haben wir. So, Potatoes haben wir. So. Und Zwiebeln haben wir. So. Das Gericht ist doch ein Klacks. Lass mich das kochen. So. Und das Essen ist fertig. Perfekt. Aber ich denke mal, ich sollte jetzt erstmal schlafen. Ich lege meine ganzen Zutaten jetzt erstmal hier hin. Da. Und, oh nein, bin ich rausgegangen? Oder habe ich Verdammt, ich bin rausgegangen. Ich wollte nur schlafen. Wir warten bis zum nächsten Morgen. Tada. Oh mein Gott, ich habe Bestellungen bekommen. Aber erstmal müssen wir zu Hopper gehen. Der wartet schon seit Ewigkeiten. Vielleicht lebt Hopp ja wieder. Eigentlich hatte ich ja nicht mehr vor, zu Hopper zu gehen. Weil er ist gruselig. Aber Job ist Job. Boom, und hier kann ich immer springen. Das ist voll nice. Hier, Hopper. Nimm. Oh, das. Ich habe das von dir bestellt. Oh, ja, ich glaube dir. Ich werde das essen. Das hat sich jetzt ehrlich gesagt nicht so angehört, als ob du es bestellt hast oder als ob du es essen würdest. Ess das! Das sind die Pilze von meinem toten Opa. Die sind aus ihm rausgewachsen. Als nächstes müssen wir zu Carrot gehen. Oh, da. Da. Wie mache ich ein Mushroom Stew? Onion, Carrot, Mushroom. Okay. Onion, Carrot, Mushroom. Onion, Carrot und Mushroom. Gott sei Dank haben wir das alles. So. Das haben wir geschafft. Und finito. Das Essen ist fertig. Meisterkoch. Meisterkoch bin ich. Meisterkoch. Ah, oh, schon wieder zu dem Hasen, Mann. Ich mag den einfach nicht. Der gibt mir so einfach schlechte Vibes, hat der. Schlechte Vibes. So. Das ist meiner jetzt. Okay. Das war alle Bestellung. Ich bin fertig. Es wird bald Nacht sein. Lass mich nach Hause gehen. Oh, nicht hier hinkacken. Vor allen Dingen keine Zutaten hinkacken, wenn der Typ nicht mal bezahlt. Freut mich ein bisschen, dass er die Pilze von einem toten Opa isst. Ich hoffe, die schmecken noch nach ihm. So, warten wir bis morgen. Hm, keine Bestellung heute. Das ist komisch. Ich hoffe, jeder mag mein Essen. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll mit der ganzen Freizeit. Vielleicht mache ich einen Spaziergang. Okay, vielleicht koche ich mir auch selber mal was, weil ich habe gar keine 3 Tagen nichts gegessen. Hallo, ich bin's, Benjamin. Danke für das Essen. Ich hab das gemocht. Ich möchte jetzt essen. Komm zu meinem Haus. Du musst kein Essen machen. Es ist meine Belohnung. Seh dich bald. Okay, und die Musik hat aufgehört. Wer war denn Benjamin nochmal? War Benjamin der Hase? Ich glaube, das war der Hase. Der Unsympathische. Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Ich sollte besser alarmiert bleiben. Ich habe auch ein komisches Gefühl. Weil du lieferst Leuten Essen und die geben dir so eine Art... Ah, okay. Hä? Hat der Hase Tollwut? Du bist tot? Wieso greift er mich an? War das Essen so kacke? Okay, das Beste, was ich tun kann, ist einfach im Rückwärtsgang zu ihm zu fahren. Dann kann ich ganz schnell weggehen. Das macht am meisten Sinn. Ey, nicht hier kacken. Einfach im Rückwärtsgang. So, so fährt ein guter Hamster. So kann ich auch direkt abhauen. So, wo bist du? Wo bist du, Benjamin, hä? Du komischer Agrohase, hä? Denkst du, du bist schneller als mein Scooter? Obwohl, Hasen sind schon... Du klingst wie Michael Jackson. Bis dann. Ciao, ciao. Wohin soll ich denn jetzt? Soll ich einfach wegfahren? Alles ist rot. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Soll ich nach Hause? Macht das Sinn? Ich gehe nach Hause. Alter! Wieso ist der so schnell? Hä? Okay, aber der ist dumm, oder? Schnell und dumm. Weißt du was? Ich fahre einfach geradeaus weiter. Ist mir egal. Was? Oh, liegt es vielleicht an den Pilzen, den ich die Leute gegeben habe? Deswegen... Oh, ihr seid alle im Zombie-Modus und aggressiv. Kann ich einfach hier geradeaus wegfahren? Raus aus der Stadt? Oh,
die Tür ist offen. Ausgewichen, mein Freund. Lauf doch richtig. Vollidioten. Alles Vollidioten. Muss ich jetzt raus aus der Stadt? Oh. Oh. Das ist der Glitch. Was soll... Ha? Wieso habt ihr menschliche Augen? Und das war das Spiel. Das war Go-Go Hamsterchef. Was mir das Ende sagen soll, das weiß ich nicht. Ich weiß halt echt nicht, was soll das? Was soll das? Hä? Was sollte das? Aber es war trotzdem ein süßes kleines Spiel. Ich versteh's doch nicht ganz. Versteht ihr das? Interpretiert ihr vielleicht etwas rein, was ich nicht reininterpretiere? Weil ich versteh's nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Hier sehen die alle noch so lieb aus. Falls ihr mehr versteht, schreibt mir in die Kommentare. Schreibt doch Hashtag Hamster in die Kommentare, falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Ich bin weiter, beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye bye. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker.